Shoes. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt, heute mit Lost in Play. Wir spielen ein surreales Rätsel, Point-and-Click-Adventure-Abenteuer, nämlich mit den beiden da unten, mit den beiden Geschwistern, die sich in einer verrückten, kruden Traumwelt verlieren und jetzt den Weg nach Hause antreten müssen. Und ich habe schon auf Deutsch gestellt. Wir können Episoden wählen, aber ich würde einfach sagen, ich strutte einfach mal. Die Musik. Und überhaupt schon der Grafikstil. Ja, das wird gut. Das wird wirklich gut. So, der Controller ist empfohlen. Ja, ich habe faulbräsig habe ich mich jetzt auch schon wieder zurückgelehnt hier. Und habe auch schon den Controller in der Hand. So, ach du grüne Neune, warum? Das hat nicht so richtig hingehauen. Ja. Warum erinnert mich das an eine ganz gewisse Zeichentrickserie? Ich bin mir ein bisschen... Nein, es ist eine schöne Idee. Ein Spiel von Yuval Markovic, Oren Rubin und Alon Simon. Sehr schön. Yes. So, Charakterdesign. Warte, muss ich mir notieren. 1+ erstmal. Wir müssen noch... Warte, kann ich rennen? Kann ich grapschen? Habe ich lange Arme? Okay, ich folge einfach mal dem komischen Gruselzwerg. Hallo, guten Tag. Wir machen einfach mal A und gehen einfach mal ran. Hallo, Pizika? Ja, auflegen. Auflegen ist sehr gut. So, Musik und Soundeffekte. Naor Hasan, Alon Kaplan, Nimrod Zarda. Die Musik ist von Alon Kaplan und das Abmischen hier ist von Jonas Magon und Aliana Magon. Aha. So, der Spiegel ist der ist sehr kaputt quasi. Was zum... Hallo. Genau. So, auch wenn die, naja, die Realität ein bisschen angeknuspert ist, ja, man sollte auch nicht sein Lächeln verlieren oder seine aufgemalten Augen, die einem immer mitfolgen. Sehr schön. Habe ich die jetzt immer? Warte mal. Hallo. Sehr schön ist auch, dass der Spiegel, ja, siehst du auch, wa? Muss ich eigentlich gar nichts weiter sagen. Ist ein schöner Spiegel. So, da oben, entweder ist das eine schwebende Tasse oder ist ein großer Unsichtbarer, der gerade Tee oder einen Kaffee trinkt. So, was ist hier los? Und jetzt? Was zum Teufel? Ja, komm, aber hoch. So, mein Kaffee. Stecke ich mir einfach ein in die Tasche. So, jetzt kann es runtergehen. Ich hab jetzt eine Tasse. Ja, die auch, du bitte. Wir rennen einfach mal hinterher. Okay, mit Y können wir auf die Tasche zugreifen. Es sind sehr ominöse Pusteblumen hier. Ziehen wir jetzt einem riesigen Wiesengrobian seine 1 von 3 Haaren aus? Okay. Interessant. Ja, hallo, du kleiner Knuffelfisch. Was muss ich jetzt in die Augen pieken? Nein, ah, wir sind ganz lieb.
Okay. So, Unterstützung von Xolla. Noch weitere Animationen von Matan. Noch ein bisschen Code von Duron. Und natürlich ein paar Assets, ja, von Tamar und von Nissen. Ah, ist wirklich schön gemacht. Hab ich so noch nicht so richtig gesehen. So, ich brauche einen Schlüssel, ja. Aber woher nehmen und nicht stehlen? Kann ich jemanden irgendwie für einen schönen Kaffee einen Schlüssel abluchsen? Hallo und nochmal herzlich willkommen zu Lost in Play. Das ist geil. Ach, wie schön. Ach ja, so. Die Kleine freut sich auch. Wo ist eigentlich unser Bruder? Guten Tag. Der hat seine Tasse. Sehr schön. Wie sieht's aus, König Kröte? Wie sieht's aus? Hast du auch eine... Der hat auch eine Tasse. Sehr schön. So, wie sieht's aus? Herr Heinzelmann, der hat auch seine. Und wir müssen eigentlich nur jetzt mal unsere Tasse rausholen. Und dann kann der Nicht-Geburtstag schon gleich starten. Aber, ja, kann da... brauchst du doch nicht, oder? Vielen Dank. Bitte, Herr Kröterich. Ich dachte schon gerade. Ja, ich habe schon eine Zunge rausschnellen sehen und quasi unseren Schlüssel wegschnambulieren. Macht's gut, viel Spaß noch. Lasst euch den Tee-Kakao-Kaffee schmecken. Und wir gehen mal hier hoch. Ihr habt doch den Schlüssel. Hier ist der Schlüssel. Nein. Warte. Da ist der Schlüssel. Ja, kenne ich. Kenne ich auch, ja. Was? Bitte wie? Okay. Wieso? Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Noch ein Ticken weiter, bitte. So? Ich habe gar keinen. Gibt es einen Hinweis irgendwo? Mit X kann man sich natürlich einen Tipp holen, aber das wollen wir natürlich nicht. Wie sie. Okay, warte mal. Da hinten ist das ungefähr so. Ungefähr so, oder? Und jetzt müssen wir es eigentlich nur noch. So machen? Also wir haben ja drei Lagen. Da hinten haben wir ja den Hintergrund. Letztendlich müssten wir doch... Ich habe jetzt versucht, die Sachen hier so ein bisschen übereinander zu bringen. Aber es passt überhaupt gar nicht überein. So, hier ist es jetzt blau und hier war es ja auch blau. Ich mache das mal hier... Ich mache das mal so. Ich mache das mal so ein bisschen frei. Okay, der blaue Bereich ist hier aber deutlich größer als der Bereich da hinten. Denke ich jetzt gerade wieder zu kompliziert. Stehe ich mir da wieder selbst im Weg, wie so oft? Das ist blau. Hier wäre dann jetzt rot. Noch ein Ticken weiter, dann würde... Nee. So. Aber dann... Siehste? Funktioniert so nicht so richtig. Beziehungsweise müssten wir hier nochmal weiter. Aber hier fängt ja schon der blaue Bereich an. Heißt also, ich stehe völlig auf dem Schlauch. Was muss ich tun? Irgendwie nicht so richtig ein Hinweis hier am Start. Beziehungsweise stehe ich auch gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Ja. Man könnte jetzt hier so weiter drehen und dann wären wir hier blau. Hier wäre jetzt der rote Bereich und da unten fängt dann auch irgendwann der blaue wieder an. Wir könnten aber
Wenn ich den jetzt hier... Ja, das hatten wir ja schon. Ein Knick zurück. So, wenn ich jetzt wechsle, dann sehe ich aber, dass das Fensterchen hier viel zu klein ist. Und das Blaue würde ja... Oder müsste ich nur rot machen? Ungefähr hier so. Noch ein bisschen weiter. Okay, gut. Habe ich wieder ein bisschen komisch kompliziert gedacht. Danke für die geile Sternenmond-Gießkanne aus einer anderen Dimension. Vielen, vielen Dank. So, jetzt habe ich eine Gießkanne. Da hinten, die brauchen doch bestimmt noch geilen Sternenkakao hier. Für die richtige Party. So, guten Tag. Wie sieht das aus? Warte mal. So, machen wir einfach mal so. Kommt ran hier. So, ja, Nummer 1. Hat auch für alle gereicht. Ja, mega geil. So, dann lasst es euch mal schmecken, was auch immer wir da jetzt zu uns nehmen. Rucksack-Freak. Es scheint starkes Zeug zu sein. Da ist auch unser Bruder. Ja? Warum? Warum fällt mir diese eine Zeichentrickserie ein? Ich bin mir unsicher. Ich bin mir wirklich unsicher. Es kann natürlich auch nur Zufall sein. So, ich würde sagen, die Sonne scheint schon. Eigentlich müssten wir ja, weil wir so einen Hardcore-Laserstrahl ja von der Sonne direkt ins Gesicht kriegen, müssten wir doch eigentlich schon wach sein. Genau. Hardcore-Laserstrahl ins Auge. Das war eine lange, aufregende Nacht, habe ich das Gefühl. Und wir haben in unseren Klamotten geschlafen. So. Bruderherz, wach mal auf, ey. Der Tag lacht. Wir haben neue Abenteuer zu bestreiten. Alter Schwede. Da ist die Katze da unten. Die ist auch gerade aufgewacht. Die sind da oben. Da oben ist ein... Wir gucken mal gerade eben. Also, er will nicht aufstehen. Okay, er will nicht aufstehen, aber vielleicht können wir ihm hier so eine schöne, geile, abgehangene, getragene Socke von vor 3 Wochen und mit Sportunterricht können wir ihm hier schön mal unter die Nase halten. Vielleicht klappt's ja. Oder das Licht quasi. Das wäre jetzt das nächstbeste gewesen. Es ist wirklich eine Katze. Und die macht... Was Katzen eben so machen, nicht wahr? Wir kennen es nicht. Wer kennt es nicht? So, was ist da jetzt gerade angeflogen gekommen? Was ist da gerade angeflogen? Ach, hier unten. Der Roboter ist angeflogen gekommen. Guten Tag. Hallo, Robi. Deine Haare. Die Haare. Dankeschön für diese schöne, riesige Batterie. So, wir haben hier noch einen Wecker. Schießt der jetzt auch? Hält der gleich die Zeit an? Oha, okay, gut. Wir brauchen noch den Schraubendreher da oben. Aber wie zum Geier können wir an diesen Schraubendreher ran? Ich komme hier nicht rauf. Kann ich diese Kiste hier? Ich kann diese Kiste. Sehr schön, geil. Kann ich da mal reinlinsen? Einfach mal so? Oder, nee, kann man nicht. Wir holen uns jetzt mal. Er hat aber einen starken Griff.
So, Schraubendreher haben wir auch. Wie, wo und, kann ich in diese Kiste... Nein, ich wollte das nicht. So, warte mal. Kann ich... eventuell hier unten in diesem... Können wir den nicht benutzen? Es ist zwar keine Socke, aber scheint auch so ein bisschen ein schönes abgehangenes Bouquet zu haben. Schade mal. Wo zum Geier könnten wir denn jetzt... Wir brauchen noch den Aufziehschlüssel. Warum brauchen wir bei so einem Aufziehwecker eigentlich eine Batterie? Ja, ja, ich weiß. Warum brauchen wir noch eine Batterie? Leuchtet das Ding? Kommen da auch Laserstrahlen raus? Oder, keine Ahnung. Gibt's doch eine Melodie oder so? Eine schöne, holde Melodie? Ah, irgendwie weiß ich auch nicht. Finden wir hier noch irgendwo irgendwas? Ja, weiß ich auch nicht. Hier ist hier noch irgendwas unterm Bett oder so. Im Schrank haben wir ja gelinst. Da war aber nichts. Ja, okay, muss ich da einfach nur schnell sein? Ich mach mal nochmal ganz kurz. Muss ich? Ja, sehr schön. Jetzt haben wir den Kleinen. So, und wir haben alles für den Wecker, beziehungsweise wir haben alles, um unser Brüderchen mal endlich aufzuwecken. Kann man hier? Nö, kann man nicht. So, warte mal. Ja, hab ich. Okay, gut. Erstmal hier rein. Das machen wir so. So. Einmal hinten. Einmal schön hinten aufschrauben. Ach, ist das schön gemacht. Geil. So. Einmal den... So rotieren? Nee, warte. Was mit R? Ach so. Ja, so rein. Okay, gut. Muss ich übereinstimmen? Das dreht sich. Ich muss... Oh, ich liebe diese Spiele. Nicht. So, da müssen wir ankommen. Wie gehe ich denn jetzt weiter? Ach so, nee. Das wollte ich nicht. Wie mache ich denn jetzt... Wo kann ich denn täten? Ich bin gerade ein bisschen überfragt. Wie wähle ich aus? Die Steuerung, die bereitet... Ah, okay. Steuerung bereitet mir gerade so ein kleines bisschen Problemchen. Dann könnte man doch so machen. Und den, nee. Bis dahin, das hier... Ach so. Ja. Wir müssten ja auch da unten ankommen. Wie würden wir das denn jetzt am besten machen? Wir dürfen natürlich... Ach du grüne Neune, dreht sich das dann einfach so? Fragie, große Fragie. Gut, die große Fragie. Könnten wir jetzt auch einfach so machen? Und, okay, gut. Funktioniert doch einfach so. Steuerung war ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Naja, egal. Ihr werdet das bestimmt viel, viel schneller rauskriegen als ich. So, wir haben das Ding jetzt fertig. Heißt also, einmal den Wecker. Oh ja, und der funktioniert richtig gut. Ich hab mir so eine Mühe gegeben. Schweinerei. Der hat auch in seinen Klamotten geschlafen. Und erstmal den Gameboy rausholen. Was? Nun gut. Ja. Ja. Wenigstens ist es keine Kippe oder so. Ja. So. Wir können den. Ja, steigen wir mal über den Mobby rüber. Dann. Und einmal runter. Wir sehen schon, wer hier. Anscheinend die Fröhliche in der Familie ist.
Dahinter das Bild. Der Hund kriegt gerade von uns was irgendwie ins Maul gestopft. Die Katze, die aussieht wie ein fetter Marder, fällt unseren Bruder gerade an. Die Eltern sind gut drauf. So, oh, wir können mit dem Schnuff reden. Hallo, Schnuff. Hamichika Mama Nina. Ja, Schnuff schläft den ganzen Tag nur. Ah ja, aber er ist ja süß, quasi. So, was ist hier los? Dafür braucht man natürlich wieder einen Schlüssel. Da fehlt das Pendel. Was ist denn überhaupt im Haushalt hier funktionsfähig? So, können wir was malen? Okay, gut. Stecken wir uns einfach ein. Wir stecken uns erstmal alles ein. Was ist denn hier los? Okay, gut. Der Froschprinz. Da ist ja auch der König, man weiß es nicht. Hoch angesehen hört ein Rascheln hinter sich im Busche. Ja, und dann kommt der lila Bärhirsch kommt an, ja, zum Entsetzen natürlich des Froschprinzens mit einem, ja, schnellen Ascher. Oh Gott, wird natürlich unser kleiner Froschprinz sofort von der gierigen Pranke des Hirschbären ergriffen, aber der hat die Rechnung nicht mit unserem Hardcore-Frosch-Ninja-Squad quasi gemacht, wo er gleich ein paar Amphibien-Gliedmaßen in seine feiste Visage bekommt. So, wir blättern mal um. Aber der Hardcore-Riesenschrei, ja. Macht aus unserem Ninja-Squad gleich, naja, kurz Kleinholz. Okay, wir werden gefesselt. Ein Überlebender des Ninja-Squads denkt sich, er müsste jetzt noch das Zauberschwert aus dem Stein herausreißen. Do it yourself. Interessant. Wenn wir es später irgendwie mit den Fröschen zu tun kriegen. Okay, wir brauchen also nur eine Schere, eine Kiste und ein paar Wachsmalstifte. Und dann können wir uns selbst in einen Hirschbären gar fürchterlicher Natur verwandeln. Sehr schön. Es geht nicht weiter. Das ist die letzte Seite. Ja, sehr schön. Mega gut. Vielen Dank für den Tipp. So, ein paar Klamotten. Das Radio. Nö. Ja, komm, lassen wir das. Hier geht's einfach nicht weiter. Das ist die Schattenwelt. Da gehen wir einfach nicht hin. Wir haben eine schreckliche Erfahrung gemacht als Kind. Also als wir noch kleiner waren. Da sind wir im Keller leider die Treppe runtergefallen. Und der Wind hat oben die Tür zugeschlagen. Und dann haben wir da unten anscheinend ein bisschen in der Dunkelheit gehockt. Seitdem gehen wir nicht mehr in den Schatten. So. Ist draußen vor der Tür. Warum haben die so eine geile Couch draußen vor der Tür? Die Katze schläft natürlich hier schon wieder. Die muss sich natürlich ausruhen nach ihrem Fleckmarathon unterm Bett. Hallo. Alter, ist sie mies drauf. Die hat den ganzen Tag rumgeschleckt und jetzt schläft sie nur. Warum? Wie kann man denn so mies drauf sein als Katze? So, was haben wir hier? Dreckige Schlüppis. Herr Quackerich. Mhm. Hier, komm, steck. Ein, wollte ich gerade sagen. Ein Ball. Okay, gut, ja, nehme ich auch. Was ist mit Herr Quackerich? So, okay, gut, ja, hier ist alles. So, will er jetzt vielleicht noch mit uns spielen? Sommerferien, ja. Gerade aufgestanden. Vielleicht wollen wir auch noch mal was essen. Oder in die geile Bretterbude im Wald gehen, die wir gebaut haben. Also ich alleine, aber er muss ja mal Gameboy spielen. Ja, das ist doch... So. Nehme ich auch mit? Ich nehme alles mit. So, wir haben hier Staubsaugerhände, deshalb wir müssen einfach mal alles mitnehmen. Okay, da können wir nicht. Hier können wir nicht. Da fehlt das Gerät. Hier können wir nicht. Schnuffkin will... Ach, das Bild!
Ja, stimmt fast. Wir haben den Hund nicht gefüttert. Der Hund hat sich einfach bei uns bedient, beim geilen Pistazieneis. Die Katze ist, wie wir sehen, immer gut drauf. Es ist ein Traum. So kennt man Katzen, so sind die drauf. So, sehr schön. Ach so. Die Zeiger an der Uhr. Okay, gut zu wissen. Sehr schön, kleiner Hinweis, denke ich, hoffe ich, meine ich. Vielleicht, kann ich, nein, ich wollte die Treppe wieder hoch. Ich wollte die Treppe. Was ist das? Ach so, ein Tipp. Genau. Ja, Schnupfkin! Schnupfkin! Hamichika Mama Nina! Du wirfst den Ball einfach ihm an den Kopf. Ist kein Problem. Der wacht schon wieder auf. Schnupfkin! Hamichika Mama Nina! Ich weiß, dass er schläft, aber wie können wir denn aufwecken? Kannst du ihm nicht einfach. Kann man nicht einfach. Schnupfkin! Ich glaube, du musst näher rangehen. Und jetzt schläft er im Schlaf? Aha. Was? Wo müssen wir? Was müssen wir tun? Wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Ach, das Schaf ist schon auf der. Ah. Oha, okay. So, geh mal dahin. Nee, das war jetzt ein bisschen doof, oder? Das war jetzt wirklich ein bisschen doof. Nee, das war auch sehr doof. Ich glaube, wir müssten... Da kriegen wir nicht wieder raus. Das ist ein bisschen tricky. So, aber... Nee, geht nicht. Ja, das geht. Das würde jetzt auch gehen. Aber hier, Schnupfkin, kann die leider nicht am Zipfel nehmen und wieder rausziehen. Okay, wir müssten... Wir müssten nochmal von vorne anfangen. Okay, der da oben ist richtig. Wie kommen wir denn hier an den ran? Oben könnten wir den einen nach drüben schieben. Aber nur in die Richtung. Heißt also, wir müssen den jetzt einmal dahin schieben. Wie machen wir denn weiter? Wir könnten ihn jetzt dahin schieben, dann schieben wir ihn hier hin. Warte, hier hin? Nee. Mistikack. Wenn wir ihn jetzt hier rüber schieben, so, dann kommen wir nach da oben nicht mehr ran. Ach, Scheibenkleister. Wir können da nicht weiter rüber. Wir können da auch nicht rum. Wenn wir ihn da jetzt in die Ecke schieben, haben wir verloren, aber haben wir ja sowieso. Okay, gut. Da müsste ich nochmal. So, warte mal. Also, Schnupfkin da oben können wir leider nicht in die Ecke schieben. Wenn wir ihn jetzt hier einfach dahin schieben, aber dann kommen wir nicht nach oben. Also wir können ihn hier unten, können wir nicht nach links schieben. Wir müssen ihn hier rüber schieben. Wir können ihn da oben nicht hier hinschieben, sondern wir müssen ihn auch hier rüber schieben. Wenn ich ihn jetzt hier eins runter schiebe. So, warte mal. Wir machen den erstmal wieder safe. Heißt das also, ich renne jetzt hier rum,
Schieb ihn hier runter, schieb ihn dahin und schieb ihn dahin. Das ist so. Okay, gut. Mensch, ey, und das auf diese fortgeschrittenen Abendstunden. So, aber das hat doch ganz gut hingehauen. So, Stoffkin, hier, wie sieht's aus? Balabala? Ball? Ball? Hier, hier, Stoff? Hier, komm, hier raus mit dir. Mist. Das war ja richtig gut geworfen. So, warte. Kann ich? Nein. Wie muss ich denn tun? Warte, war doch. Nein. Ach so, muss ich tun. Das hat besser hingehauen, als ich dachte. Die. Wie wird's gehen? Gute Frisur. Ausgezeichnet. Da hinten gehen wir sowieso nicht hin in den Schatten. Also ist egal, ob da eine kaputte Lampe, ein kaputter Lampenschirm liegt. Ist überhaupt alles kein Problem. Kann ich jetzt hier hoch, bitte? Nein, ich will mir das. Ich will mich nicht. Oben sollen wir anscheinend nicht mehr sein. So, warte mal. Ja, ich weiß, immer noch keinen. Ich kann da immer noch nicht hin. Wir machen mal andere Musik an. Da fehlt immer noch der. Ich guck mal draußen, was wir da für ein Chaos angerichtet haben. Die Katze. So, haben wir jetzt einen Kistenhund? Hallo, Kistenhund. Na? Okay. Können wir jetzt die Kiste? Wir können uns jetzt die Kiste. Geile Scheiße, wir brauchen nur noch. Kann man eigentlich. Nee, hier ist auch eine unsichtbare Wand. Hatte mal einen schrecklichen Rollerunfall, seitdem gehe ich nicht wieder raus. Weißt du, hier vorne. Ist finster. Ich möchte nicht darüber. Naja, ich will es einfach nur vergessen. So, wie sieht's aus? Hast du jetzt Bock? Oh! Aha! Ja, den kralle ich mir doch gleich. Sehr schön. Ab in die Tasche mit dem Ding. Geschwister, wozu hat man denn Geschwister? Man will doch ein bisschen Spaß haben irgendwie. Ja, ja. Beziehungsweise. Ich. Da, das wäre ganz gut. So. Sehr schön. Wir mussten. Die grüne Neune. Nee, war drei. Warte mal. Nee, war. Warte mal. War drei Viertel. War drei Viertel zwölf. Nee, war der oder war der? Haben wir Axt? Oh nein. Oh. Na, komm hier. Ein. Machen wir zu. Ich glaube, es ist fertig. Oder? Ich geh nochmal gucken. Verdammte Axt. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, welche Zeiger hier welche Zeiger sind. So. Ah, okay. Also. Der kleine, dicke Schwarze auf die 5. Die haben wir beide verwechselt. Der lange Spitze auf die 9 und der lange mit dem Pfeil quasi, der kommt auf die 12. Okay, ich hoffe, ich kann mir das merken. Bis hierhin ist es ein weiter Weg. So. Genau, das war schon richtig. Der kleine Dicke. Der kleine Dicke kommt auf die 5. Nee, es ist. Ich berühre doch nur. Aber er geht irgendwie. Entweder geht er nicht weiter oder ich drücke zu lang und dann geht er zu. Oder dann geht er zu weit. Ich hoffe, das Spiel ist gnädig. Das Spiel ist gnädig. Hallo! Herr mit dem Schlüssel! Dankeschön. So, und dann können wir doch hier diese verbotene Schublade öffnen. Diese verbotene Schublade möchte ich jetzt. Diese, da. Dankeschön. So, und da ist die Schere. Ja, geil. Jetzt. Oh ja. Jetzt könnten, Dankeschön. So, jetzt können wir uns die geile Bärenmaske machen, ja, vom Hirschbären. Vom Hirschbären. Oder so.
Warum nicht? Bitte, bitte. Wieso? Hier ist doch die Anleitung. Ich will das jetzt machen. So, jetzt? Warum nicht? Jetzt stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Warum will sie nicht? Hier ist doch die Anleitung. Wir haben alles dabei. Wir haben sogar schon alles zusammengepackt. Da müsste ich doch jetzt eigentlich nur, ja, hier, damit wir hier den geilen Hirschbären do-it-yourself nachbauen können. Aber warum funktioniert das nicht? Was mache ich falsch? So, und jetzt gehe ich hier hin. Und jetzt kann ich doch einfach bestätigen. Jetzt kann ich doch einfach... Warte. Warte. Nee, es funktioniert so nicht. Ich... Jetzt, warte. Ich, jetzt, ja, jetzt ist es hier ausgewählt und jetzt... Probiere ich das jetzt hier. Okay, gut. Ja. Täuschend echt. Und gruselig. So. 3, 2, 1. So. Los geht's. Auf zu den Fröschen. Oha. Oha. Dann soll ich was machen? Ah. Okay. Gleich habe ich ihn. Ja, genau. Was zum Teufel? Was ist das? Was zum... Jetzt lauf nicht so schnell. Ich will dich fressen. Nein, wie geil. Spiel ich jetzt ihn? Ich spiel jetzt ihn? Nein, wie geil. So, ist die Luft rein? Ich weiß es nicht. Ich habe keinen blassen Schimmer. Da oben ist eine... Keine Eule? Was ist das hier? Hallo? Komm ich da ran? Ich komme da natürlich nicht ran. Hallo Sie da, können Sie kurz mal, ich weiß, das Buch ist super spannend und so und kaum aus der Hand zu legen. Aber könnten Sie mal ganz kurz, wenn Sie so gut? Oh, Mensch ey, immer eine Gegenleistung, ja? Also wirklich, in welcher Welt, ja? Könnte man nicht mal ein bisschen altruistisch sein hier? Ich glaube, dass es nicht so gut ist, dass wir hier sind, aber vielleicht kann ich mir dieses Messer hier stibitzen. Das ist das Schwert! Das Froschschwert! Aber da war auch die Brille. So, kann ich hier vielleicht... Hier ist noch... Das war nicht das Froschschwert. Okay, gut. So, er braucht sein Mützchen. Da ist leider seine Dose mit geilen, fetten Eintagsfliegen. Ist leider alle. Was ist das hier? Was ist das? Wie unfreundlich. Jetzt haben wir aber ein kleines Schüsselchen. Ja, mir geil. So, was ist mit dir? Hallo. Ja,
Ja, die Synchronisation ist auch on point quasi. Wir kommen da aber oben nicht ran. Er ist ein Frosch, er kann doch springen. Okay, gut. Jo, das könnten wir wahrscheinlich machen, aber dafür braucht Herr Frosch wahrscheinlich erstmal seine Mütze. Und Schnuffbert da drüben, ja, der braucht noch ein schönes Maul voll mit so dicken Scheißhausfliegen wahrscheinlich. Was ist das hier eigentlich? Ist das eventuell die Größe für so ein schönes Buttermesser? Ich wüsste da, wo eins zu finden ist. Aber fragen wir doch erstmal den hier. Guten Tag. Okay, gut. So, alle brauchen was. Das kennen wir ja schon. Ach so, warte mal. Eine Sekunde. Da hinten, ja. Da kommen wir doch auch hin. Nee, kommen wir ja nicht. Wir kommen leider nicht da zu diesem mystisch glimmernden Baumstumpf. Schade, schade. So, warte mal. Ich laufe mal kurz nochmal wieder zurück. Ja, der Plan steht. Was ist denn das hier eigentlich? Ja, Schlubi Gubi Reggi. Okay, gut, ja. Ich schmier das Messer. Steck's jetzt mit in die Tasche. Kann ich? Hallo? Ich geh mal wieder zurück. Der will anscheinend da hier den Nachtfalter fangen. Können wir eventuell, ja? Können wir uns davon ein bisschen was kreieren? Ja. Ja, sind wir noch Schlummi Gubi Recki, aber ich, warte mal. Können wir mit dieser Schüssel. Kann man. Dass es da nicht von alleine reinläuft, ist mir klar. Könnte man nicht mit der Schale da ein bisschen was rumkratzen? Ich probiere es mit einem Messer. Und jetzt hat er wieder keine. Okay. Ich wollte schon gerade sagen, jetzt hat er wieder keine Schüssel, uns aufzufangen. So, wir haben genug davon. Lecker Schmecker. Geile Scheiße. So wie Karamellpudding. Kann ich jetzt, warte mal. Damit der da kleben bleibt, würde ich doch jetzt einfach mal. Genau. So, jetzt kann er sich das Ding da grapschen. Tschüss. Und jetzt. Ja. Da ist auch noch ein blauer Hebel. Was ist dieser blaue Hebel? Und wer ist diese arme Gestalt, der da die ganze Zeit hier Weckemogel spielen muss? Ich laufe mal wieder schnell zurück. So, wir haben die Brille. Hier, Freund Blasius. Das sieht schon viel besser aus. So, hier, eine Hand wäscht die andere. Eine Hand wäscht die andere. Es musste genau dieser Ast sein. Kein anderer. Es nur dieser. Nur diese eine. Nur diese eine. Und warum? Wie zum Teufel? Komm, machen wir mal so. Bitte, nee, ja. Geht das? Komm mal da ran. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich bin auch gerade ein bisschen überfragt. So, geht leider nicht weiter runter. Wo können wir jetzt diesen komischen krebligen Ast... Probiert mal hier mit dem. Ein Träumchen. Ja, sehr schön. Ich helfe immer gerne. Also Traum. So, jetzt haben wir hier den Ersten. Den Ersten, der helfen kann. Ja. Wir haben nichts mehr im... Hilft ihr uns jetzt?
Maui. Der hilft. Puxa, wir sind hier. Was ist das denn hier? Puxa, wir sind hier, Boroi. Krakatakao. Und jetzt? Warte mal, also hier kann man stehen, ja klar. Aber was bringt das? Der steht jetzt da. Okay, der steht auch gut, der sieht auch da nett aus. Ist ein schöner Frosch. Es ist alles, ja. Ja, der steht jetzt da. Okay, ja, sehr schön, sehr schön. Ja, keine Ahnung. Ich habe nichts mehr im Inventar. Der Frosch steht jetzt da. Wenn ich jetzt... Ich kann mit dem Frosch aber auch irgendwie nicht so richtig was anfangen. Die helfen mir überhaupt nicht. Der denkt nur daran, wie er das Schwert rausziehen kann, aber er braucht unsere Hilfe dafür. Der will nur spachteln. Der Einzige, der uns helfen möchte, ist er. Aber ich weiß nicht, wie er uns helfen kann. Da ist ja noch dieses blaue Dingens da in dem Busch. Was zum Teufel? Krauchen, krauchen, krauchen. Schneller, schneller. Nein, was zum Teufel? Was ist mit dir? Ich brauch den. Was? Nein, schon wieder. Wieso? Ach du grüne Neune, nicht sowas, bitte. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Der kleine Schlingel möchte doch bestimmt da durch. Ich kann nur zurück. Aber er kann doch da jetzt gar nicht durch. Wir haben doch hier dicht gemacht, oder nicht? Haben wir ihn nicht hier dicht gemacht? Nee, wir möchten den... Wir möchten dahin. Ja. Genau. So sieht's mal aus. Und dann ziehe ich den einfach mal weiter. Ja, warte. Wir versuchen den jetzt mal da unten einzusperren. So, wir kommen mit langen Füßen. Hier kommt er ja nicht mehr raus. Heißt also, ich nehme mal noch den und mache mal hier unten nochmal ein bisschen dichter. Beziehungsweise jetzt kann ich ja den da hinziehen. Jetzt sieht es langsam ein bisschen käsig aus für ihn. Wenn ich da jetzt hingehe, könnte er aber danach da... Oh, Scheibenkleister. Nee. Ah, da könnte er natürlich sehr flink sein und uns dann entfleuchen. No risk, no fun. Oh ja. So, das hat auch ganz gut hingehauen. Dann machen wir jetzt einen auf diesen. Dann müssen wir jetzt noch einen auf... Ah, nein, Scheibenkleister. Da könnte er da hin, aber nur im nächsten Zug. Oder könnten wir ihm da den Weg abschneiden und dann machen wir das so. Okay, ja, nee. Dann machen wir hier. Und dann machen wir... Da haben wir natürlich eine große Lücke dann. Oder wir versuchen jetzt hier einzusperren. Im nächsten Zug hätten wir vielleicht die Möglichkeit. Genau. Müssen wir gucken. Aber sonst entfleucht er uns. Und dann haben wir die Popo-Karte. Risky. Aber sonst kommt er da oben raus und dann haben wir wirklich eine Popo-Karte. Ich glaube, jetzt haben wir ihn so langsam eingesperrt.
Jetzt haben wir ihn doch, oder? Wir haben ihn doch. Er kann eigentlich nicht mehr. Genau. Er kann einfach nicht mehr weiter. Sehr schön. Hat er nur. Weiß ich nicht, gedauert. Hey, jetzt kein schlechter Verlierer sein. Herr mit dem Ding. Sehr schön, vielen Dank. Ich habe keine Ahnung, wofür wir es brauchen, aber kann ich mich nicht wieder durch den. Bitte, bitte, bitte. Ich. Nerv den weiter. Schnell weg. Schnell einfach weg. So, wie sieht das aus? Kann ich ihm. Warte mal. Ja, ist ja das Einzige, was wir noch haben. Ist das Einzige, was wir haben. Nee. Warte mal. So, hier. Warte. Genau. Nee, es funktioniert nicht. Das wird so nicht funktionieren. Was soll uns das Ding denn helfen? Beziehungsweise. Warte mal, wenn wir hier, ja. Nee, das funktioniert auch nicht. Wo haben wir denn? Wie brauchen wir denn das Teil? Das ist irgendein. Oha. Okay. Gut, ja, muss man auch erstmal drauf kommen. So. Oh, Schwert. Wie sieht's aus? Bitte hier. Bitte einmal da. Ich gehe mal nur kurz hier rüber. Ja, bleib da einfach mal stehen. Ja, ist ja nett von dir. Einfach mal da stehen bleiben. So, ich ziehe jetzt, ja, ich ziehe jetzt am Hebel. Geil, das hat funktioniert. Sehr schön, sehr schön. So, das nehme ich dir doch gerne ab. Das nehme ich dir gerne ab. Dankeschön. So, dann rennen wir doch mal hier rüber. Dann gehen wir hier mal dem Verfressenen. Ja. Hier, warte, hier kommen die Dicken. Die richtig Dicken. Hm, die fetten Brummer, die hässlichen. Diese grün glänzenden. Ein Augenschmaus. Lecker, lecker. Diese alle gucken. Was ist zum Teufel? Warum? Könnt ihr bitte einmal freischlecken? Dankeschön. Alter, der war wirklich sehr, sehr hungrig. Und ich fühle mich ein bisschen. Gut, so, alle in eine Reihe, bitte. Ja, bitte. Sehr cool gemacht, wirklich cool. So, und jetzt alle zu drei. Ja, und jetzt noch ein bisschen. Ein kleines bisschen noch. Ja, bitte. Was? Oh Gott, ah, das liebe ich ja. Ach, ja, mit dem Schwert und mit dem Messer und so. So. Du hässlicher Nemesis des Waldes, du Hirschbär. Die Zeit ist gekommen. So. Nee. Es hat ewig und drei Tage gedauert. Ich habe überhaupt nichts mehr. Kann ich irgendwie. Ich kann auch nicht wegrauchen. Hallo. Ich bin weg. Und wo ist das Schwert? Wo ist das Schwert? So, hier rüber. Hier durch diesen Verwunschenen. Hier muss ich rein. Da kommt er nicht durch, wollte ich sagen, weil es ein magisches Portal ist.
Lost in Play. Schon im Sommer dieses Jahres, also 2022, aber ihr könnt ja selber lesen. Ach, ich bin nach der Demo bin ich echt ein bisschen gehypt. So, eigentlich wollte ich ja bei denen angespielt immer nur eine Dreiviertelstunde machen, aber ja, hupsi. Die Zeit verfliegt quasi, wenn man Spaß hat. Und ich hoffe, ihr hattet auch eine Menge Spaß bei diesem verrückten, kruden, extrem witzigen und wirklich schön, wirklich super schön gemachten Adventure-Abenteuer. Ja, auch ein bisschen Jump'n'Run war auch dabei, so ein kleines bisschen zumindest. Die Rätsel waren, ja, die gingen eigentlich ganz gut von der Hand. Mitunter so ein paar kleinere so Kopfkratzer quasi dabei, weil ich nicht so genau wusste, was irgendwie zu tun ist. Aber das liegt wahrscheinlich auch wieder nur an mir und der späten Stunde. Deswegen mache ich mir da gar keinen Kopf, dass super viele Leute extrem viel Spaß mit diesem Spiel haben werden. Und es erinnert mich immer noch an eine ganz gewisse Zeichentrickserie. Vielleicht ich ja auch. So, mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ich hoffe, es ist bald Sommer und vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ciao.